Ja Leute, willkommen zu, mal auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video, und heute geht es um die Thematik AfD. Nochmal so kleine, ein bisschen so eine Aufklärung, weil viele machen das halt nicht, weil sie sich halt nicht so auskennen. Der auch die großen YouTuber irgendwie vergessen immer wieder das zu sagen. Auch Faruk Khan hat das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist nicht möglich, aber er macht zu viel Sarkasmus mit rein. Ich versuche es kurz und bündig zu machen, und jetzt gehen wir erstmal zu diesen Thematik mit diesem Privattreffen, was es damit auf sich hat. Wir sind ein bisschen spät dran, weil als AfD-Wähler und ich kenne mich zu gut aus in Politik, Wissenschaft und in Gesetzen, und ich weiß, dass es alles Blödsinn ist, was die Medien da haben. Also generell müsst ihr so wissen, es gibt manchmal die linke Parteien, also die Linken, das linke Lager und das rechte Lager. Und das Rechte ist weder Luzifianer noch Hitler-Satan, sondern das ist einfach so, nennt man das. Das sind Begriffe. Irgendwann hat man halt sich gesagt, die Konservativen nennen wir halt rechts, die Konservativen nennen wir rechts und die Liberalen nennen wir links. Okay? Also irgendwann entstanden vor Millionen von Jahren so eine Legende, könnte ich jetzt der Geschichte erzählen, aber ich belasse es mal dabei, sonst ist das Video wieder zu lang. Okay. Und eigentlich, ja, ich hatte Grün gewählt. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Und eigentlich ist es so, die Grünen haben ja ein geiles Programm. Und das haben auch viele Linke. Nur das Problem ist, das umzusetzen, das ist meistens finanziell nicht möglich. Okay? Das ist das eine. So. Jetzt ist die Sache so. Die Konservativen, also wie Republikaner in Amerika, und die Demokraten sind dann die Liberalen. Die Konservativen, die können sich ja generell nicht einfach privat treffen und irgendetwas besprechen. Weil es gibt ja Gesetze. Und da schauen wir uns jetzt mal das ein bisschen an. So. Und wenn wir jetzt Artikel gegen Artikel und gehen, also Artikel, ich glaube, das fängt dann an ab 21, oder schauen wir uns das mal an. Da haben wir halt Grundgesetze. Und bei Artikel 21 ist es halt so, nach dem Grundgesetz heißt es, dass, ich übersetze euch das auf von Kauderwelsch auf normalen Deutsch. Ne? Also wir lesen es und dann übersetze ich es euch. Das heißt, Absatz 1, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das heißt, ganz klar, eine Partei muss, entweder, also meistens im Fall aus mehreren Parteien bestehen, ne? Aus mehreren Leuten. Koalition, Sprachfehler wegen meiner frühen Epilepsie, also vergibt es mir, wenn ich mal nicht richtig liege. Und die machen das also, ne? Die stimmen das sich ab. Und hier steht drin, ihre Gründung ist frei, ihre innere Ordnung muss demokratisch Grundsätzen entsprechen, na, ganz klar. Das heißt, die müssen das absprechen im Parlament. Und sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben. Das heißt, ein privates Treffen wäre generell unmöglich, denn alles, was die besprechen, steht schon in Absatz 1 drin, in Artikel 21 des Grundgesetzes, muss ja öffentlich sein. Öffentlich Rechenschaft, ne? Geben, abgeben, ne? Wir fügen mal abgeben dazu, es ist einfach zu verstehen, und darum daher ist es nicht möglich. So, Absatz 2 sagt, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. So, das ist Absatz 2. Die AfD kann das ja nicht sein, weil die AfD wurde demokratisch gewählt. Also, dass ich da so was sage. Ich muss immer sehr viel lachen, weil wenn man zu viel Wissen hat, ja, und wenn man also das der Unterschied zwischen Klugscheißer ist, der weiß nicht viel, aber der wirklich viel Wissen hat, der geht alles locker an, ne, und gechillt und regt sich nie auf und lacht halt über. Ich bin Jude, ich lache sowieso gerne. Die Juden lachen halt viel. So, also der Absatz 2 sagt im Klaren, ihr könnt unmöglich was dagegen machen gegen irgendwas Böses, die von vornherein Absatz 1 erfüllen müssen. Okay? So funktionieren Gesetze. Absatz 1 muss gegeben sein und dann kommt Absatz 2. Und das, die Absätze sind in einem Artikel oder in einem Gesetz immer miteinander verknüpft. Also es kann
kann ja nicht was Negatives sein. Dann wäre ja verfassungswidrig, okay? Und jetzt kommt Absatz 3, dann kommen wir gleich, erkläre ich euch das Ganze. Dann fassen wir es zusammen. So, Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerichtet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatlicher Finanzierung ausgeschlossen. Hatchy Badge. Dann wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendung an diese Parteien. Ja, und wenn man ein bisschen die Gehälter von AfD, so wie ich, kennt und schaut, wo die ihr Gelder beziehen, sind die öffentlich. Und das ist das Problem. Denn wenn das Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, die sind definitiv dagegen, dann müssten sie ja die Gehälter streichen von denen. Also sie müssten es ausschließen. Das besagt der Artikel 21. Ne? Ja, ich muss mich abreagieren. Genau, so sieht's aus. Genau, ihr kleinen Arschlöcher, ihr Dumpfbacken. Wow. So, jetzt. Oh Gott. Warum lesen die Leute nicht? Okay, ich kann von niemandem verlangen, der 1 Million Bücher, so wie ich, gelesen hat, ne? Und die Matrix Super Edition erwiesen wurde. Aber ey, ein bisschen Hirn anstrengen, ne? So. Und Absatz 4 sagt, über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie über den Ausschluss und staatliche Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Ja, eben, haben sie ja noch nicht entschieden. Und Absatz 5, das nähere Regeln Bundesgesetze. Also das nähere Regeln Bundesgesetze, also alles andere sind noch im Bundesgesetz geregelt. Okay, Leute. Das ist im Endeffekt, was ich euch vorlesen wollte und was ich euch mit AfD zeigen wollte. Ich will auch nicht viel dazu sagen. Aus einem einfachen Grund, weil es einfach sowas von Bullshit ist, was die Leute in ARD und ZDF reinschreiben und interpretieren. Und eine Linke, für mich ist es Luziferianismus. Und Luziferianismus sind das pure Böse, das sind Sith Lords, die einfach betrügen und lügen. Und nur der Lucifer persönlich selbst ist ein Lügenbold und macht so eine Scheiße. Und Leute, denkt euch mal eure Gehirne an und denkt mal drüber nach. Warum hat wohl der Bundesverfassungsgericht den Artikel 21 nicht angewendet? Warum sagte Rechtswissenschaftler sogar in einem Interview vor einigen Tagen, ja, das zeige ich euch, das ist eine Aussage von einem Rechtswissenschaftler, weil es glaubt mir ja keiner, was der sagt. Ihr müsst einfach nur eingeben, Rechtswissenschaftler Aussage über AfD. Und da ist der Kerl. Und der ist Experte. Ne? Staatsrechtler Waldrauf. Und das war vor 9 Tagen. Ich will deswegen jetzt einmal die Frage stellen, ob die AfD denn wirklich verboten werden könnte. Und darüber, er ist mir jetzt schon zugeschaltet, kann ich jetzt sprechen. So. Mit dem Rechtswissenschaftler Professor Christian Waldrauf von der Humboldt-Universität Berlin. Der, das möchte ich gerne noch ergänzend vorstellen, 2013 im Auftrag des Bundesrates für ein NPD-Verbotsverfahren vor das Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. NPD-Verbotsverfahren war damals sehr gut vorbereitet durch die Nachrichtendienste, das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz. Und die hatten uns über 3000 Belegstellen, 3000 Beweisstücke zur Verfügung gestellt als Tatsachenbasis für ein solches Verfahren. Das heißt, wenn man über ein AfD-Verfahren jetzt nachdenkt und die Chancen, ob das Erfolg haben könnte, bräuchte man erstmal eine Materialsammlung der Verfassungsschützer. Also, die haben nichts, kein einziges Material von den Verfassungsschützern. Bevor wir gleich auf dieses mögliche Verfahren schauen, vielleicht noch einmal auf das NPD-Verbotsverfahren. Warum hatte das keinen Erfolg? Und jetzt kommen wir zur NPD. In einer pointierten Kurzzusammenfassung des Urteils von 2017 würde ich sagen, das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, das ist eine Nazi-Partei, die echt verfassungsfeindlich, die rechtsextremistisch ist und unsere Ordnung beseitigen will. Sie ist aber so unbedeutend, dass wir sie nicht verbieten möchten. So krass ist das. Unbedeutend ist die NPD und darum wird sie nicht verboten. Krass, oder? Was die vom Verfassungsschutz sagt, ist ohne Bedeutung.
Also inhaltlich gab es gar kein Problem bei der NPD. Kein Problem inhaltlich. Inhaltlich haben die kein Problem gehabt. Und bei der AfD ist es noch krasser. Jetzt kommen wir zum Fazit, zum Endfazit. Oder solche Sachen, damit die Material sammeln können, die beobachten können. Das ist aber nicht der Maßstab für ein Parteiverbot. Für ein Parteiverbot müsste sehr viel mehr hinzukommen. Boom. Ne? Ich habe mir das Video angeschaut. Ich weiß, welche Parts ich reinspringen kann. Ja? Aber ihr könnt es gerne nochmal anschauen. Also, kein Maßstab. Es gibt keinen Maßstab vom Bundesverfassungsgericht. Aber wieso tun die Luziferianer sowas? Meine Güte, fragt doch den Pinguin. Er wird es euch beantworten. Ja, ist doch logisch, warum wir das machen. Mann, seid ihr doch Druckköpfe, wenn wir das Pinguin jetzt nicht behaupten, dass wir fliegen können. Doch wenn wir können nicht fliegen. So einfach ist das. Warum? Warum sollten wir das tun? Ihr Vollidioten. Also nicht so böse seid zu den Leuten. Aber das ist doch die Wahrheit. Also Pinguine können nicht fliegen, aber die Leute glauben es immer noch. Nein, Pinguine können nicht fliegen. Hier. Fakt, Pinguine können nicht fliegen. Ausrufezeichen. Aber nichts falsch geschrieben, Mann. Scheißegal. So. Und warum kann ein Pinguin nicht fliegen? Google! Google! Planetwissen.de! Gute Quelle sogar. Kein Wikipedia. Pinguine haben sich dem Leben im und am Wasser angepasst und im Laufe der Evolution das Fliegen aufgegeben. Okay? Nicht ganz, möchte man meinen, denn sie fliegen förmlich unter Wasser. Ihre Flügel sind zu Flossen umgebildet, die für Antrieb und Auftrieb beim Schwimmen und Tauchen sorgen. Und warum ist das so, Leute? Pinguin-Watschelding, dein Auftritt. Genau! So sieht's aus. Ne? Also, Leute, das macht mich wahnsinnig. Die Dummheit. Ich bereue es, dass die mich die Ärzte zurückgeholt haben. Ich wünschte, ich wäre tot. Ich wünschte echt, ich wäre tot in einem Himmelreich. Da war es so Frieden, da waren alle IQ von 5 Millionen. Telepathie, viel fortgeschrittene Technik, keine Arschlöcher. Man konnte seinen Schnuller im Mund haben und Googie-Kind sein. Man war so glücklich. Es gab keine Vollpfosten, die so dumm sind und, ne? Und ich weiß, es sind manche Leute, die sich dann beleidigt fühlen, aber ey, warum fühlst du dich beleidigt, wenn ich dir sage, meine direkt ins Gesicht, wie es ist? Also Leute, jetzt kommen wir zum Fazit. Ich weiß es, ich habe das Video auch jetzt kurz gemacht, normalerweise rede ich länger, halbe Stunde, 40 Minuten, aber ich mache es mit Absicht einseitig, weil sonst, wenn ich alles erwähnen würde, dann hocken wir noch 2-3 Stunden da und da hält doch keiner aus. Da sind die Leute einfach nicht fähig, die Super Edition Macht aufzugreifen. Fazit ist, die AfD ist weder rechts, okay, sie ist konservativ, das ist Fakt, aber die AfD ist nichts rechtsradikal. Das sind manchmal so Personen wie Höcke, aber dann machen wir mal ein anderes Thema. Der Höcke, mittlerweile habe ich mehr seine Bücher durchgelesen. Ja, ich, der Jude, der sich das Scheiß geben muss, weil die anderen Angst davon haben. Ja, also, Ahmed hat mich gefragt, wieso kennst du unseren Koran so gut? Wieso kannst du das so richtig erklären? Selbst der Imame sagt das, was stimmt. Aber irgendwie, der Westen ist immer, es ist immer so. Religion wird verfälscht, da wird was verfälscht, da geht's Luziferianer. Mensch, Leute, das ist doch normal, dass die Luziferianer hier die Welt regieren und die wenigsten euch lassen, vernünftig zu sein. Ne? Aber wie gesagt, nur mal zurückzukommen, die AfD ist nicht rechtsradikal, da sind keine Nazis drin, weil das gegen die AfD-Programm ist und es steht klipp und klar, bevor du die AfD-Mitgliedschaft unterschreibst, wird geprüft, ob du in irgendeiner nationalsozialistischen Partei bist, ob du irgendwelche Facebook oder sonstiges hast, die prüfen das verdammt genau. Wenn du das nicht hast, wenn du irgendwo rechts bist, so richtig rechts und rechtsradikal, dann nehmen die dich nicht, die machen eine Absage. Ich weiß es von einem Nazi, der reingehen wollte, der will auch hier anonym bleiben, ich werde seinen Namen nicht erwähnen. Der wollte rein in die AfD, der wollte da ein bisschen mitmischen, der wollte Luzifian rauslassen. Aber er hat es nicht geschafft. Die AfD hat sofort ihn gefickt. Da wollte sogar mit Geld rein. No way. Na, die haben also da gesagt, fuck you, du scheiß Rechtsradikaler. Und das machen die knallhart. So,
Dann das Dritte ist, das Allerwichtigste, das Dritte ist, die AfD hat ein Programm. Aber das Programm kann jeder vom Land, das Landtagswahl, gibt es vielleicht einen Landtäger, also es gibt ja 16 Bundesländer und jeder hat andere Probleme in einem Land, okay? Und zum Beispiel Baden-Württemberg hat andere Probleme wie Bayern. Wir haben Saarbrücken oder Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder Hessen oder Thüringen und so weiter. Oder Brandenburg oder Berlin haben andere Probleme. Darum können die wiederum nicht das gleiche Programm reinschreiben. Weil es gibt Leute, die sagen, ja, aber das Programm von Bayern ist wiederum anders wie von dem oder dem. Es gibt ein Grundprogramm von der AfD. Das könnt ihr euch auch runterladen. Ja? Und das bringt euch nicht um. Ich habe es auch nicht umgebracht, den Koran zu lesen. Ich meine, das ist so geil. Ich habe mit einem coolen Muslim gearbeitet damals. Richtig geiler Typ. Das war nicht Muslim, das war Perser, also Muslim und Perser. Aber Perser ist sowas Spezielles. Ich liebe Perser. Und der ist so, ich habe den Koran vom Imam bekommen und er so, nein, fass ihn nicht an. Und ich so, alles gut. Und er so, und dann schaut er da oben auf den Himmel und sagt, wieso dürfte ich kein Blitz? Andi, wieso dürfte ich kein Blitz? Wieso dürfte ich kein Blitz? Ich bin Jude, warum soll er mich ein Blitz treffen? Da macht er extra, der Typ, der geht extra, das war auf der Arbeit, macht das Fenster auf, sagt, ich soll mit ihm jetzt mit dem Koran nach draußen. Also ja klar. Er nimmt einen Regenschirm mit, wie krank ist, geil ist das denn? Und sagt, also ich nehme einen Regenschirm mit, aber du gehst jetzt mit dem Koran raus und liest da was. Also okay? Und er ist so, das trifft kein Blitz. Hier kann ein Jude den Koran lesen. Ja, mein Gott. Das ist nur ein Buch. So wie das andere Buch. Ja? Wie die Tanach und das Ganze. Das ist je nachdem, wie du wertvoll das Buch findest. Ja, aber ich meine, du schätzt ja das, was drin ist. Klar. Und kannst verstehst du sogar. Klar. Und soll nicht verstehen. Ich kann es, das ist Wahnsinn. Die Leute sind so doof. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder ein paar Abonnenten verliere, weil ich einfach mal, ich bin so wie ich bin, ich sag halt, was ich denke. Ne? Ich bin Feruskan. Feruskan, der geht auch nur in eine Richtung. Alle gehen in eine Richtung. Alle sagen nur in eine Richtung. Ne? Die sind nicht so wie ich. Mir ist es scheißegal, ob mich die Leute mögen. Ich sag's einfach, wie es ist. So. Also. Genau. Wo waren wir? Über uns. Programm, Europawahlprogramm, Grundsatzprogramm. Okay? Und dieses Grundsatzprogramm, das ist das Allerwichtigste. Das gibt es in einer kurzen Version und in einer langen Version. Ich wollte das mal durchmachen, ich habe es mal komplett, ich habe es durchgelesen, ich habe sogar das alles übersetzt, ich habe sogar ein Referat darüber geschrieben. Aber ich habe das Referat nie veröffentlicht, warum? Weil ich so wütend war, dass die Leute so dermaßen im Universum dämlich sind, dass ich mir gesagt habe, ich tue mir das nicht an, ich werde mein Referat, mein Buch über AfD, über SPD und über Grüne, alles was ich habe das Infinity-Wesen, nicht ein Super Edition, ich werde das nicht veröffentlichen, weil die Leute das sowieso nicht lesen werden, weil sie zu dämlich sind, das zu verstehen. Ne? Weil es ist so, wir leben in einer Welt, wo nur Status ist. Wenn ich Status hätte, würden die Leute mir einen Arsch kriechen, aber weil ich ein kleiner, unbekannter Nobody bin, und ich kann das sagen, weil es ist, stimmt ja, ich bin Nobody, was habe ich denn, 722, Feruskan hat Angst mit mir zu reden, Ketzer hat Angst mit mir zu reden, wenn ich ihn anschreibe, Angst mit mir ein Interview zu führen, die alle Angst, weil die alles Luzifianer sind, das sind alles Arschlöcher, das sind alles Feiglinge, ja. Ich könnte die ganzen Rapper, alle hier auf YouTube Feiglinge beschimpfen, weil sie Angst haben mit mir zu reden, weil die ganz genau wissen, der Typ, der hat eine Ahnung, aber was, der ist sehr gefährlich. Und wenn wir denen eine Stimme geben, der fickt das ganze Universum und fickt die ganzen Arschlöcher. Diese Ungerechtigkeit, diese ganzen Wichser. Ja. Weil die alle gehen nach Macht, alle haben seine Agenda. Ob Axel Ochse, ob Salim Samatum, alle haben eine Agenda. Das ist das Problem. I don't give a fuck auf Agenda. Ja. Also Björn Höcke ist für mich deswegen unten durch. Weil der Typ empfiehlt Arnold Gehlen. Für mich als Jude untragbar. Es geht nicht darum,
das Arnold Gehen, der Mensch, das Buch. Ich lese das Buch. Es ist ein geiles Buch, muss ich sagen. Für mich als Jude, ich lese alles, was rechtsradikal ist. Weil ich liebe es, Rechtsradikales zu lesen. Weil das machen gebildete Juden. Ich weiß nicht, ob alle meine jüdischen Geschwister das machen. Ich kann nicht für alle sprechen. Aber normalerweise kann einen sehr guten Rabbiner. Ich war bei ihm zu Hause, da alles Rechtsradikale gab. Und es ist wichtig, das zu lesen, um zu wissen, wie denkt der Gegner? Wie denkt er und warum? Woher kommt das? Und wie kann man das verhindern? Ja? Darum geht's. Mit Liebe und nicht mit Hass. Mit Verstand. Oder sagen selbst die Propheten, kann man was ändern. Okay? Und der Björn Höcke, der empfiehlt dieses Buch aus seinen offiziellen Auftritten. Und ein Deutscher sollte so ein Buch nicht einfach so lesen, wenn er die Hintergrundwissen nicht hat, dass dieses Buch nur Arnold Gehen rausbringen konnte, wenn er dem Regime zugestimmt hat. Und dann musste Arnold Gehen unterschreiben. Der musste einen Vertrag machen mit dem Regime. Das heißt, es war ein indirekter Vertrag mit Adolf Hitler. Ich kann euch das mal nachweisen und Dokumente drüber. Ich habe es extra Referat darüber gemacht. Dokumente auch mal reinhauen, wenn ihr Bock habt. Schreibt es mir rein. Und wenn wir 1000 Abonnenten haben, dann mache ich das. Dann mache ich ein Video darüber, über Arnold Gehen. Ich liebe den Kerl. Der hat nur überlebt das Regime, indem er Hitler gesagt hat. Und jemand, der das tut, ja, du hast immer die Wahl. Entweder ich sterbe und kämpfe gegen die Nazis, das ist, was mein Großvater dann letztendlich machen wollte. Ja, hatte Glück gehabt, halt eben, dass die gesagt haben, der Typ ist Baller, wenn wir den erschießen, haben wir nichts davon. Aber entweder ich sterbe und Sackner hat meine Meinung, oder ich lebe und arrangiere mich mit dem Regime. Aber sobald ich mich mit den Sith Lords arrangiere, mit dem Luziferianismus, dann bin ich einer von der dunklen Seite. Das ist Fakt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Er ist so. Ist knallhart. Ich hab immer das Erste gewählt, deswegen habe ich sehr oft Probleme gehabt in der Schule, in der Berufsschule, in den Betrieben. Ich habe immer Probleme gehabt. Und ich bereue keins davon. Ne? Also wie gesagt, ne? So. Und deswegen sollte man halt Björn Höcke zurechtweisen und sagen, ey, und ich habe es ja auch, ich habe Björn Höcke angeschrieben, aber antwortet ja nicht. Gegen mich hat er ja keine Chance. Er weiß ganz genau, mit dem Juden, wenn ich mit dem Juden rede und ein Interview führe, dann bin ich gefickt. Der macht mich fertig. Der Typ liest wirklich meine Bücher. Und der lernt es auswendig sogar. Ja, so sieht's aus. Und das ist das Problem. Aber den Höcke rauszuwerfen, das wäre das letzte Mittel, was man machen würde. Weil dann wäre man genauso ein Arschloch wie die Linksradikalen oder wie die linke Agenda. Wir leben in einem demokratischen Staat und müssen damit leben, dass es eben eine gewisse Schmerzgrenze gibt. Und wenn ich den anderen nicht tolerieren kann, weil der sagt, die Erde ist flach, obwohl es eigentlich Bullshit ist, aber okay, ja, dann brauche ich keine Demokratie. Ne? In diesem Sinne, Leute, haut euch rein. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal. Liked mein Video, auch wenn es lang war. Wenn ihr es bis hierhin noch ausgehalten habt, Respekt. Ja, Mann. Ja, Mann, bis dann.